Jo Mann, neuer Alex ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Heute kommt eine neue FIFA 18 Trainerkarriere. Genau, Karriere. Game mit dem SC Freiburg in dieser Woche. Jawohl, heute werden wir wieder viel Spiele machen. Stimmt das? Gleich das Champions League-Spiel gegen Chelsea. Dann Dezember schon. Dann habe ich hier mal Leipzig. Schalke. Und dann habe ich noch einmal ein Champions League-Spiel. Da müssen wir schauen. Chelsea will ich ja schon spielen. Dann vielleicht Schalke und vielleicht Beşiktaş und simulieren. Das werde ich noch schauen. Aber sicher das erste Spiel würde ich mal das spielen. Das sicher simulieren, Leipzig. Und dann schaue ich, ob ich Schalke oder Beşiktaş spiele. Kann auch drauf an, wie wir momentan hier heute gespielt haben gegen Chelsea. Denn unser Minimalziel ist. Das ist das letzte Spiel. Ja, es kommt darauf an, wie wir jetzt gespielt spielen. Wenn wir jetzt gewinnen, dann könnten wir das andere Spiel getrost sicher simulieren. Dann sind wir wahrscheinlich auf sicher Europa League. Aber wenn wir nicht gewinnen, dann muss ich Wasserspiel spielen. Denn das Minimalziel Europa League ist noch nicht erreicht. Kann aber heute mit, sagen wir jetzt mal, Minimum einen Punkt. Sind wir schon nah dran. Aber ich denke, wir können. Also sich nicht möglich zu gewinnen. Auch klar. Wir sind heute so gut, dass wir einen Alaba ist gesperrt. Dass wir einen Ribéry auf der Bank lassen können. Das ist natürlich super, dass wir einen Ribéry auf der Bank lassen können. Max Kruse. Black. Schwarz. Black. Englisch? No, not English. Make order. Haben ein anderes Video gemacht. Mit Leeds, die Karriere auf Englisch. Das letzte Mal ein englisches Video, darum bin ich momentan im Englisch drin. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf dieses Spiel gegen Chelsea im Champions League, das zweitletzte Spiel in der Gruppenphase. Noch dieses und dann das nächste ging, mischig das und dann ist was schon beendet und dann sehen wir, ob wir uns qualifiziert haben. Das Ziel ist es zu qualifizieren. Minimal für die Europa League. Momentan könnten wir uns sogar mit einem guten Spiel heute mit der Champions League belohnen. Das wäre natürlich ein Riesending, aber völlig ist klar. Das Minimal-Ding. Das wäre ja. Ich würde etwas lieber Europa League, weil ich will die Europa League gewinnen, das wäre schon geil. Wenn die Freiburg Europa League gewinnen, das wäre geil in der letzten, so, da sieht man die Tabelle momentan. 7, 6, 5, 4, das ist natürlich ein Riesenspann. Vor diesen zwei, am letzten und zum ersten nur 3 Punkte. Ja, das ist, wird noch einmal spannend. 7, 6, 5. Chelsea ist erster, wir sind zweiter. Mit 6 Punkten, dann kommt fünfter mit Beşiktaş und dann vierter ist Anderlecht. Nur links, was ich denke. 2 Punkte. Ich will noch 6 Punkte holen. Punkte, also. Und was ich denke. Wenn wir heute gewinnen. Und Dings, ja, schickt das auch gewinnt, dann können wir, glaube ich. Können wir dann vielleicht schon die Europa League planen? Dann können wir wahrscheinlich Platz schon auf sich haben. Aber es wird nicht einfach heute. Aber wir sind heute aber gute Chancen auch nutzen. Weil da kommen jetzt nicht die übermäßig vielen Chancen, nehme ich mal an. Ja, vielleicht bei so Chancen, das ist da. Was sind das überhaupt für Bälle? Also das ist ja wirklich. Ist gleich das Beste.
An Chelsea, oh! Make first goal. This game. Yes, hold B, hold B, hold B, hold B. Spiel ist momentan nicht ein Wunschkonzert. Leider, leider, leider. Ready hand? Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo, Vincenzo Grifo, Vincenzo. Vincenzo Grifo, ja, Vincenzo, ja, Vincenzo Grifo. Ja, Vincenzo Grifo, Vincenzo Grifo. Du bist OP. Ah, Mimidi. Yes, yes, komm. Jawohl, Kruse. Kruse, was macht er? Was macht er? Ah, Courtois. Ei, dieser Mann ist ein Biest. Mann ist ein Biest im Tor. Der hält alle Bälle. Fast Biester als mal ein neuer. Fast Biester. Das sind doch fast Biester. Eieiei. 8 zu 2 Torschüsse, das ist ja gibt's ja nicht. Und sie führen 1 zu 0, das ist. Ei! Hochfahri. Unverdient, so meine ich. Wir müssen eher führen, das wäre eher das. Wir machen, gehen viel mehr nach vorne. Viel mehr den Ball weiß ich gar nicht. Ja, etwa aufgeregt. Aber wir haben schon auch viel mal. Kämpf. Laufen viel. Ei, was ist denn hier los? Was machen wir? Jetzt geht er. Ei, weg da, weg da, weg da. Schön. Komm nach vorne, Konter. Konter. Komm, ja, Kruse. Lauf, 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 lauf. Einmal für uns. Kruse. Ah. Ja, der Flanke rein. Komm. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts mehr. Wollte schon mit Pause. Eieieiei. Aber so kommen wir nicht in Europa League. So kommen wir ja nicht mal in Europa League. Ah. Sicher allein gestellt. Und schon wieder verloren, dann Pause. Dann müssen wir etwas effizienter werden, wenn wir hier noch was zu Hause behalten wollen. Dann brauchen wir hier schon eine Leistungssteigerung. Beziehungsweise, nein, Leistung war eigentlich nicht schlecht. Wir müssen aber sicherlich die Schüsse etwas guter machen und präziser. So, das fehlt uns momentan. Aber aus diesen Chancen einfach mehr Tore machen. Das ist einfach gesagt, das getan, das ist klar. Aber müssen auch die Chancen noch besser ausspielen. Nicht so früh, vielleicht schon schießen, vielleicht noch einen Pass mehr. Vielleicht noch etwas näher vom Tor ist dann etwas schwieriger wie für den Torhüter. Aber man kann auch einen Weiterschuss. Ich habe wieder einen Torhüter wie den zum Beispiel, aber bei einem Courtois ist jeder Ball eigentlich einfach, nein, jeder Ball, aber viele Bälle sind einfach, also ein guter. Da brauchst du schon auch noch ein wenig Glück. Und eben Fehler! Nein, zu hoch! Mann! Mann, 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 das wär's gewesen. Geil.
keine Chance mehr. Keine Chance für Thibaut Courtois. Aber der Ball geht zu hoch. Die Richtung wäre perfekt gewesen. Einfach etwas zu hoch. 2 Meter zu hoch. Was? Offside? Ah. Offside. 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 Nehmen wir dieses Offside. Kante. Nein, wir haben den Ball. Oh nein, wir haben den. Ah. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben den Ball. Schalalalalalala. Wir haben den Ball. Ah. Spiel wird immer kürzer. Oh, macht er nichts. Macht er nichts. Was macht er? Kinder hat ihn. Zum Glück. Und bringt den Ball gleich nach vorne, aber weil wir verlieren ihn wieder. Kurz vor dem Mittelfeld verlieren wir den Ball schon wieder, aber jetzt sind wir in der Kombination. Ah, ihr könnt alleine nicht. Zum Glück hier wieder. Nimmt das gelassen. Nimmt das wirklich gelassen. Jetzt komm es, los Alpi! Komm auch wieder rein. Hei, da gut war! Hei, was ist mit diesem Mann? Der Mann ist ein mieses Problem. Komm, Frank Ribéry. Jetzt brauchen wir den Mann. Jetzt brauchen wir den 35-jährigen Franzosen. Frank Ribéry. Hei, da gut war. Dieser Nerv, den brauche ich. Ei! Ei, sogar ein Punkt ist momentan schon schwierig. Ei, das Spiel müssen wir gewinnen! So ein Spiel müssen wir gewinnen! Mit so vielen Chancen! So klar die bessere Mannschaft sein, das kannst du nicht verlieren! Das ist ja. Das tut doppelt weh! Da verlierst du lieber krass voll Dings, statt so verlieren. Das ist. Ei! Nein, nein, was für eine Vorlage. Was für eine Vorlage. Das war jetzt Pech. Agretzkin. Ah nein. Sorry, hat so ausgesehen. Ruben. Eieiei, dieser Arjen Ruben noch. Lieber ist bei uns und Ruben ist bei ihm. Jetzt haben wir vor allem sie gewonnen. Gut, das ist dann nichts mehr. Eieieiei. Momentan sieht es aus, als müssen wir gegen Besiktas leider spielen. Ich hätte gerne gegen Schalke gespielt, aber so das können wir leider nicht spielen. Ah! Mann, Offside, dieser Scheiß. Offside nervt langsam. Hey, das könnte man eigentlich abschaffen. Also wirklich bei klaren Offside, okay, aber nicht so bei so Zentimeter. Also komm, das ist ja kein Fußball mehr. Bei Volleyball, was gibt es das auch nicht? Gut, da gibt es ja keinen Tor, da gibt es aber Punkte so. Stimmt. Auch wieder recht. Eieieiei, so ein Spiel darf man niemals im ganzen Leben verlieren. Das ist ein Denkzettel. Und es wird ein Denkzettel verpassen. Eieiei, was ist das? Nein, was ist das? Jetzt gehen wir unter, jetzt gehen wir natürlich unter. Aber ja, jetzt ist es fertig. Zusammen sind wir, haben wir so offensiv. So offensiv nach vorne gesetzt und da werden wir hinterher natürlich bestraft, aber. Eieiei. Eieiei. Eine Unkonzentration auf höchstem Level. Jetzt. Also kann sich jetzt Champions League
Achtelfinale ich jetzt schon planen. Und wir? Ah, immerhin noch. Immerhin, das könnte vielleicht schlussendlich noch Gold wert sein, dieses Tor. Wegen der Torwert, das könnte natürlich noch Gold wert sein. Das könnte vielleicht sogar noch Gold wert sein. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dass schlussendlich um ein Tor Zeit kann dieses Tor noch Gold wert sein. 3-1 verlieren wir. Die Spiele dürfen wir eigentlich nicht verlieren, aber verlieren trotzdem. Wir verlieren es trotzdem. Sind die heute, sind wir am eigenen Unvermögen und bei der nicht effizienten und schlussendlich auch noch an der grandiosen Leistung von Thibaut Courtois, der heute eine überragende Partie gespielt hat. Wir daher die Partie leider zu dir vom Platz gehen müssen, weil jetzt kann natürlich Chelsea mit 3 Punkten davonziehen, weil dann wieder nur ziehen, wären sie gleich geblieben. Das wäre dann wirklich spannend gewesen, aber jetzt ist schon nicht Chelsea's weiter. Da wird wahrscheinlich nichts mehr dran zu retten sein. Dann andere Mannschaften müssen wieder. Und das ist auch klappt momentan. Sind ja so knapp unterhalb der belgischen Plätze. Können sich zufrieden sein mit dem Start, aber sie nicht überragend, aber wir können zufrieden sein. Dem, was wir gezeigt haben. Würde so gegen das Schlager spielen, das ist so ein wichtiges Spiel, aber nein. Weil ich gegen Chelsea nichts geholt habe. Aus dritter Platz ist nicht mehr in Gefahr. Das muss ich jetzt schauen. Wenn der dritte Platz nicht mehr in Gefahr ist, dann. Die andere Ligen, sorry, das ist ja keine Liga, das ist die Champions League. Super, wie kann man das schauen? Da? Nein, nur. Gott Begegnungen, das könnte sein. Die Tabelle zeigt ihr natürlich nicht. Warte, vielleicht doch, vielleicht kann man nicht andere. Oder nicht da die Tabelle anschauen, der Champions League. Ja gut, nein, das ist ja keine Liga. Ich weiß gar nicht mehr. Und die Tabellen, warte hier. Auf die Idee kommen wir noch bei Tabellen. Natürlich. Steht genau. Wir sind grob. Da. Puh, nein, scheiße. Sieht das andere, ich könnte es noch einholen. Einen Sieg. Wollen wir auf Risiko? Ja, kann ich das Risiko eingehen, dass wir gegen andere ich minimum einen Punkt, gegen ich das minimum einen Punkt holen. Und das Chelsea, ja, Chelsea gewinnt. Also Chelsea gegen die, dass sie noch. Aber schauen, wenn wir zu Hause sind. Ist auch wieder anders, ging bestimmt das. Auswärts! Risiko? Ja oder nein? Risiko. Ich bin risikofreudig. Ich bin risikofreudig. Ich bin risikofreudig. Wie viel haben wir natürlich heute mit der WF? Ist klar. Wie die Spieler schon können, dass die gehen. Das noch ein super Auftritt. Ah, mit einem Punkt wären wir jetzt noch besser dran gewesen, aber immerhin kann das Tor jetzt Gold wert sein. Da war ich gar nicht so schlecht. Ich sagte, das Tor könnte jetzt noch Gold wert werden. Niederlechner.
Ja, das ist eine gute Mannschaft. Sie sind noch nach Bundesliga tauglich. Das allemal. In Schalke, in der Welt, in der Arena. Auf Schalke. Also um 3 Punkte, da könnten wir theoretisch auch gewonnen. Das wäre natürlich super, aber wenn wir erstmal diesen Punkt holen, natürlich. Wenn man. Guckt mal. Kommt mal locker ein Schüsschen zum Start. Gefährlich ist also. Das ist das Gefährliche mit der kann das gehen? Also 1-0. Die ersten 10 Minuten ist natürlich sau wichtig nach 7, 8. Was haben wir? Nein, 5! 7, 8 bin ich. Und das ist zu weit gewesen nach 5 Minuten. Und bitte sind wir gleich ein Nachlegen. Wir heute endlich mal eine Partie. Gut starten und die fängt ja super fast schon. Noch besser. Ui! So ungefährlich. Hinten durchgeflutscht wäre ich Pech gewesen. Ich ui, gefährlich, was war denn das? Und das viele Schüsse, aber immerhin darf man führen hier. Das Einzige, was wir jetzt positiv sagen können. Mal auf. Spannend, wo dann es kommt. Nicht weiß, wann das kommt. Mal auf. Ja, nicht mehr. Damit Petersen, ja, das du ist gut. Passt zusammen. Das was macht er hier noch? Jetzt. Ja, ist. Zu spät. Was? Dann. Was macht der? Ah. Leider kann das sonst auch noch. Nein. Nein. Ja,
gar nicht mal berühren. Komm, hätte Vorteil machen können, aber kommt. Ach, hätte auch eine Chance gehen können, okay, ja, stimmt. Schön. Ah, Symbolo. Bist weil der Amerikaner heute. Katharina Nembolo. Nein, und sie machen das. Aber wenig wird schon verhindern können. Das war dumm von mir. Ja. Gut, hat Frage hatte ich hier, also die haben dich völlig zurückgezogen. Also lauft und rennt viel. Macht noch das Spiel, aber Schalke. Solide, abgeklärt. Kommt erst jetzt das nach vorne. Er sucht das nach vorne zu kommen. Aber das ist der Freiburg steht ja nicht schlecht. Das wäre es gewesen, aber hatte ich zu einfach dieser Mal. Oh. Wenn ihr wieder auf seid. Jetzt, und 1:1. Jetzt weiter. Hey. Da vorne. Eieiei. Bleibt bei Tina Kea hängen. Kommt jetzt, das gibt's doch nicht. So ein schwaches Vogel, der pfeift schon. Freistoß. Für Schalke 04. Aber Roloff hat ihn noch. Ist doch ein guter Spielerfall. Macht er noch gleich wieder in die Offensive, Jori Krabbe.
König. Warte. Ah, wieder eine Chance. Mehr. Nur die Krabbe. Ah. Die beiden Eckpaare raus. Einige draußen ist angeschlagen und auch leicht verletzt hinkommt. Pfff. Oh, was er wieder. Nicht mehr. Egal. Kein neuer rechter Verteidiger. Nicht unbedingt angesichts der Chancen, die wir in der ersten Halbzeit, aber auch jetzt in der zweiten Halbzeit hatten. Das ist so sicherlich nicht unverdient. Ah, Ignowski, genau, Ignowski. Ravi. Ah. Ah. Brauchen wir nämlich mehr 4? 2 zu 1. Gegen Schalke 04.
Aber das Spiel ist aus, das Spiel ist aus. Abgepfiffen. Gewinnen, oh klar. Auf den Wissen aber nicht. Aber auch sonst. Sieg, jawohl, Sieger. Jetzt hoffen wir noch, dass wir uns für die Europa League qualifizieren können. Auf jeden Fall vielleicht noch hier noch einen guten Verteidiger, der fit ist. Lewandowski ist recht fit. Denke ich. Gut gerüstet. Und hoffen, dass wir der Wahres aus der Türkei mitnehmen können. Ribéry, guter Start. Ah. Minimalziel, ein Punkt erreicht. Das ist aber nur die Frage. Haben die anderen gemacht. Und im vierten Wochen nach diesem Sieg haben wir sich schon gehabt. Jawohl! Habt's geschafft, Anderlecht hat verloren. Wir sind in der Europa League. Wir haben das Minimalziel erreicht, Europa League. Dank dem. Ja, der Punkt hatte nicht mal mehr genügend, aber. Champions League also nicht mehr, aber. Sind wir nicht unzufrieden, werden wir. Unser Minimalziel haben wir erreicht. Oder unser Ziel. Das ist und war die Europa League. Jawohl, das war's also jetzt wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex. Ich bin wieder in Köln. Tschüss.